Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit KDM und Thüringen. Wir bereiten die Ernte vor, Raps. Und sobald wir das gemacht haben, die Ernte vorbereitet für Gerste. Dann werden wir noch einen Überladewagen kaufen müssen, da wir mal einen verkauft haben. Im Glauben, wir brauchen nur einen. Aber wir zwei Felder zur gleichen Zeit machen, mit verschiedenen Fruchtsorten. Schon mal drei Felder, zwei Gerste, einmal Raps. Dann brauchen wir zwei. Sonst müssen wir dauernd hin und her fahren. Wäre ein bisschen zu aufwendig. So, jetzt fällt das nicht so auf, dass eine Stock mal wegfliegt hier oder der andere von Scheibenwischer. Der Überführungskurs für Raps ist auch fertig. Für Gerste haben wir schon gemacht, vor einer Woche. Die beiden werden im Verband arbeiten lassen. Das machen wir ein bisschen anders wie letztes Mal. Da werden wir ein bisschen erst vorbereiten und dann gemeinsam starten lassen. So, jetzt gehen wir den nächsten rein. Und der geht dann entsprechend zum Gerstefeld. Nee, da geht immer noch ein bisschen. Da fliegt, das ist der Originaldrescher, das ist dann so. Daran kann man es erkennen. Wir fahren jetzt fix zum Gerstefeld. Entweder 48 oder 49, ist egal. Wir werden beide zur gleichen Zeit ernten. Obwohl das ein ungünstig ist, in Anführungszeichen. Weil die werden ja links herum fahren und dann ist es besser, machen wir es eins und dann noch eins. Wir haben viel Arbeit, aber gut. Das schaffen wir schon irgendwie. Ansonsten warten den Augenblick, bis ich da bin. Müssen wir so warten, wenn ich komme. Man könnte auch über Kursplay einprogrammieren, aber das ist mir zur Zeit. Weil es auch nicht mehr klappt, wie es klappen soll. Dann muss ich ja ständig einspringen und retten, was retten geht. Und dann kann ich auch gleich allein fahren. Ist halt so. Jedenfalls wird dann gleich, ja. Wenn Sommer, Ende, könnten wir gleich Gras aussehen. So, dann müsste es rein theoretisch das Gras bis zum Herbstende durchgewachsen sein, was zumindest eine Wachstumsstufe drin ist, dass wir am ernten können. Das heißt, Gewalt, in Anführungszeichen, vollen Schwung Gras ernten. Also richtig vollen Schwung. Ich bin beinahe zugefahren, aber ich müsste weiterfahren. So, Vögel weg hier. Ja, neue Karte, beziehungsweise ein Update, beziehungsweise mit einer Neuerung wäre. Komplett andere gestaltete Höfe. Die Tierproduktion wird dazukommen. Da muss ich mal schauen, welchen Hof wir dann nehmen. Ob wir wieder Hof 3 nehmen oder Hof 1. Hat ja auch einen gewissen Anreiz, ne? Ein paar kleinere Felder. Na, 13 ist schon reizbar, ne? Also reizvoll. Oder 40. Oder hier den Hof, kann man jetzt nicht erkennen, das links war, aber das ist Hof 4, glaube ich. Ja, und Hof wahrscheinlich 3. Ne, 3 ist da oben. 5.
Wäre auch eine Option, ne? Aber wie gesagt, mal schauen, wo der beste Kuhstall ist. Oder Schafstall, mal sehen. Warum mal nicht was anderes, ne? Da ist wieder der Mod ist zu sehen. Der fliegt weg, das Ding fliegt weg. Aber das macht ja nichts. So ist die Funktion, ja, die funktioniert trotzdem. Bei Regen fällt also so nicht auf, bei der Ernte da haben wir keinen Regen, ne? Geht's ja eh nicht. Aber wir müssen halt vorbereiten, sonst haben wir hier, wenn die Ernte da losgeht, ist es besser, wir haben es schon vorbereitet. Wenn die Vögel auftauchen, dann ruckelt er ein bisschen. Ja, das haben sie auch gemeldet. Anderes Bild, da haben sie auch Probleme gehabt. Performance-Probleme. Und deswegen ist er nicht da. Also Rehe und so ein Zeug. Muss ja alles auch dargestellt werden. Ne? Vor allen Dingen ist ja so, wenn jetzt ein Haus steht, das ist immer da. Aber ein Reh würde sich bewegen und wäre immer an anderen Orten. Und das gibt dann Probleme. Im Multiplayer ist genau das gleiche. Muss ja immer von anderen neu berechnet werden. Und zeitlich mäßig abgestimmt werden. Wenn sie zwei begegnen und läuft ein Räder, müssen beide das gleiche Brechen haben irgendwie. Das heißt, Daten hochsenden, Daten empfangen und berechnen. Und das dauert nach meiner Ansicht noch zu lange. Aber keine Ahnung, wie man das machen könnte, dass es schneller geht. Also Internetverbindung, die ist ja nicht so langsam. Dann braucht man nicht so viel. Eher das Problem, dass er Computer durchbrechen kann, so schnell. Wenn wir noch den blauen LKW fahren, Überladewagen wollen wir noch holen. So, 17. Ja. Wir haben genug Zeit, das ist kein Problem. Wenn ich geschlafen hätte, wäre es glaube ich nicht so gut gewachsen. So, da sind wir da. Da sind wir. So. Ja, überlegen. Überladewagen holen. Das heißt, ich brauche einen Traktor. Schnellen Traktor. Ein Pickup, ja, genau. Wir steigen mal ein. Überladen brauchen wir im Prinzip einen Traktor, der schnell ist und die Leistung hat. Also so ein John Deere zum Beispiel oder ein Deutz. Der Fendt ist gut. Der hat hier nur die Kraft. Und flügen wollen wir eh nicht. Beziehungsweise. Oh. Das kräft hier Regen, also ist ja eh okay. Das heißt, wir fahren jetzt am Händler und holen uns einen Überladewagen, den wir noch nicht gekauft haben. Aber das machen wir gleich nachher. Das ist hier Zeitlupe. Oder fährt er die Runde rum, der Scheinwischer? Nee, doch nicht. Ah, das ist schon okay. Der Faktor ist auch ein Mod. Aber das ist schon das ist okay. Das ist nicht perfekt, weil es langsam ist. Und so tief, ne? Naja, gut. Es geht. Haben wir Gewichtshahn vorne? Ja. Deswegen fahren wir den, weil der entsprechend 70 km/h. Ich dachte mal früher mal 80 km/h.
Die tun dann alle schwach. Alle gleich. Zu DDR-Zeiten, da gab es schon eine Schule. Keine Ahnung, nehme mal an. Große Nachfrage. Ich hab nix. Aber die Wiese für 1,5 Millionen, das wäre nicht verkehrt. Aber wir werden mal die Wiesen nehmen, die wir jetzt nicht haben, aber wir versuchen mal eine zweite Ernte reinzukriegen. Vielleicht sogar eine dritte, mal sehen. Dass wir im Frühjahr Gras ernten und im Herbst. Ob das geht, müssen wir schauen. Jetzt geht's zum Händler. Hier wäre Hof 1. Wäre eine Option, aber wir wollen sehen. Da muss ich immer schauen, ob das sich rentieren würde. Beziehungsweise. So. Ob da die entsprechenden Ställe vorhanden sind. So, was wollte ich kaufen? Überladungswagen. Wir müssen einen haben mit 8000, aber nicht anfangen. 19.000. Den hatte ich mir mal vor langer Zeit runtergeladen, noch nie genutzt. Das ist auch so ein kleiner, Anführungszeichen. Porsche 34.000. Der geht für Dünger, aber der fährt sich schlecht auf dem Acker. Der wäre ganz schön. Paul, Nihau, Master. 70.000. Was geht da so rauf? Ah, okay. Wir kaufen den mal. Mal so Abwechslung, ne? Sonst hätten wir ja. Regen wieder voll eingesetzt. Das ist schon eine Hausnummer, der Teil. Oh. Rohr ausfahren, Abdeckung öffnen. Schick, schick. Im Winter wäre schon Schnee eingefallen. So. Machen wir die Innensicht. Komm, wir kommen die Kurve jetzt auch rum. Und mal ein Spiegel. Ja. So sehe ich nicht viel. Macht nichts, wir fahren immer drauf los. Jetzt geht's zurück. Gleich hin zum erste Feld. Uhrzeit. Ja, das schauen wir noch. Da werden wir dann den Deutz hinterher und den anderen Überladewagen zum Ratsfeld fahren. Den nächsten LKW machen wir erst, wenn wir Holz verkauft haben. Ah, passt doch, 70 Ende. Na ja, gut, Staller geht nicht, aber mit einem Traktor ist ganz gut, 70 km/h.
können mit der Geschwindigkeit ein bisschen höher gehen. Gehen wir auf 15, weil so viel Arbeit haben wir gar nicht mehr. Anführungszeichen. Verkaufen haben wir auch nichts in dem Sinne. Jo, saubere. Aber genau deswegen brauchen wir. Weil wenn die Ernte einigermaßen gut ausfallen soll, muss es entsprechend auch bewässert werden. Sonst wird es trocken, ne? Das Spiel ist ausgefallen. Da sind wir. Stellen wir hier auch so hin, hier Richtung LKW. Genau. Neue Errungenschaft, Überladewagen. Jetzt wollen wir gucken. Jetzt den zweiten Überladewagen einfahren. Immerhin Deutz. Ja, da muss ich einen anderen Pack noch nehmen für den Ausstart, aber mal sehen. Weil das bringt jetzt nichts, wenn wir jetzt zum Beispiel Überladewagen müssen wir jetzt hier oben haben in der Halle. Ja, ja, genau. Wir wollen ja schauen, ob wir den zurückkriegen, der wieder. Da passt Arne auch noch rein. Und der könnte auf die Lage fahren. Überladewagen. Das hätte ich mal gekauft gehabt, damit die BGH schon läuft. Jetzt die Lage rein. Mit Fräse oder mit Schaufel, ist egal. Und dann, wenn die BGH mal voll ist, dann füllt er sie automatisch von da in die BGH rein. Dann kriegst du mehr Puffer. Du brauchst nicht so viel und nicht so oft anfahren. Besonders nachts, wenn das schon läuft. Hoffentlich hinterher. Jetzt geht's zum Gerstefeld. Ist auch noch so heiß. Drin ja. Ja. Drin sind 30 Grad. Ja, gut, das war's. Klimaanlage ist so teuer, zumal der eh morgen abkühlt. Und wenn jetzt hier mal ein Fenster aufhören nachts, wenn dunkel wird, mittlerweile haben wir schon wieder 4:07. Die Sonne scheint doch ein bisschen früher. Und vielleicht kühlt doch ein bisschen eher ab. Das wird dann wieder hier. Da brauchen wir 28 Grad, wenn wir 32. Oder umgekehrt. Kann ich wohl nicht erkennen. Ah. Da sind wir.
große Ernte wird nochmal beginnen. Für die Ernte kann man bald Zeit mal gebrauchen, ne? Aber nicht. Zweiten Mann. Dann braucht schon drei oder vier, weil ohne Cosplay. So, da sind wir. Jetzt wieder rausverkaufen. Geh anders. Das ist er noch nicht. Da. Das ist jetzt. Ach, die Gefahren. Bei unserem Hof. Ach, seine Hackschnitzel ist hier. Da die Hackschnitzel gemeint ist. Tatsächlich. Das ist die Station, die ich mal aufgestellt habe. Naja, gut. Im Sommer bringt ja nicht so viel. So. Holz immer wegbringen. Hoffe, ich fahre noch nicht um. Besonders viel. Oh, jetzt geht aber links und rechts. Und eben das Gelände. Holz ist ja lang. Wahrscheinlich wohl Straßenschleifen hinten. Ich nur wahrscheinlich so garantiert. So, wo die Straße rauskommen. Dann muss ich die Bäume durchfahren. Beim einen Mal ist er nach hinten gerutscht, komplett. Da läuft es. So, gut Glück, Rettung Säge weg, na komm. Ne, im letzten Meter uns umfällt. Alles schon passiert. Äußerst blöd. Der jetzt da hinten rumkommt, hier rumkommt. Ja, ein Zaun fällt, ne? Ja. Auch mal das Beste. Na ja, immerhin. Ich glaube, das war es noch. Das ist richtig kräftiger Regen, also. Immer da könnte man höchstens Gras sammeln, also mit Sammelwagen, ne? Also ballen kannst du da keine Rundballen einfach nicht pressen. Quaderballen. Höherer Arbeitsaufwand, ne? So, meine Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke mal fürs Reinschauen. Würde mich freuen, wenn ihr morgen reinschaltet. Dann seid mal Tschüss und Winke Winkel. Ciao, ciao. Und dann, morgen geht es weiter mit wahrscheinlich, wir werden zur Ernte kommen, denke ich mal. Und Holz haben wir nicht mehr. Ja, also Stoppenbremse werden wir nicht machen, wenn wir eine neue Karte kriegen. Mit Blödsinn. Dann sag ich mal ganz kurz jetzt Tschüss. Bis, ja, vielleicht morgen, ne? Ciao.